Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Männerlords. Ach ja, das Landleben. Es ist Erntezeit. Und zwar, hier wird die Gerste geerntet und das ist auch ein schöner Ertrag, muss man sagen. Das läuft ziemlich gut. Wir haben 13 Gerste, es müssten aber viel mehr sein. Wo ist jetzt eingelagert die Gerste? Hier im Hof. 3 Gerste, wo bringen sie es hin? Wahrscheinlich zur Melzerei. Und dann gibt es wahrscheinlich demnächst auch Bier. Haben wir denn schon Bier? Malz haben wir noch keine. Bier haben wir 75. Also das müsste reichen. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, das ist schon Stufe 3. Bauen wir mal unseren Hühnerhof aus, oder? Geht noch nicht. Da fehlt noch was. Da fehlt die Taverne. Was ist in Tavernen los? Haben wir niemanden? Ah, da arbeitet niemand. Das kann natürlich dann nicht funktionieren. Da muss jemand in die Taverne ran. Was ist eigentlich hiermit? Weizen? Arbeitet hier niemand? Doch. Wie weit sind die hier drüben eigentlich? Ah, da sind sie am Abernten. Die sind auch bald fertig. Dann können wir sie eventuell umschichten, dass sie hier anfangen zu ernten. Weil die müssen ja auch hier langsam mal abernten, oder? Ja, wird schon gehen. September, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Müsste reichen. So, können wir jetzt hier ein Upgrade reinmachen? Yes. Dann können wir hier unsere Altstadt verbessern, wenn das hier los ist. Da fehlt noch 3 Arten von Nahrungsmitteln, ja. So, noch warten, bis wir das richtig verteilen. Wann gehen die? Ah, die sind schon, die fangen hier schon an. Da sind sie schon dran. Sehr gut. So, hier sind sie fertig. Sehr schön. Jetzt gehen sie hier rüber und helfen da drüben noch mit. Die letzten 42 Flachs abzuernten. So, und jetzt bereiten sie die Felder vor oder was machen sie? Ja, jetzt bereiten sie die Felder vor. Sehr schön. So, hier müsste gleich ist fertig. Nice. Dann fehlt hier noch Lebensmittel. Vielleicht können wir auch mal die Altstadtgebäude hier unten so ein bisschen ausbauen, ne? So, ich glaube, das sind erstmal genügend Baustellen, die wir aufgerissen haben. Ah, sie sind schon fertig mit dem Abernten. Sehr schön. Jetzt machen sie hier drüben weiter, oder? Ist das Feld Nummer 2? Ne, das liegt brach. Das ist es. Haben die hier schon ausgesät? Ne, niemals. Ah, da kommt der Ochse. Jetzt geht's los. Sehr schön. Nicht regnen. Hör auf zu regnen. So, aber wie viele Schafe haben wir eigentlich? Kann ich das irgendwie einsehen? Sehe ich das hier? Weideflächen 4, Stallfläche 2. Sechs Schafe habe ich. Ist das richtig? Ja, sieht so aus. Oben auf dem Hufeisen. Ah, da. Ja, 6 Schafe, 3 Lämmer. Cool. 2 Pferde haben wir, nicht zugewiesen, 1 Pferd. Und 3 Ochsen sind nicht zugewiesen. Moment. Ah, nee, da ist Kunrad eingesetzt. Sägegrube. Da ist niemand eingesetzt. Wer hat denn noch Viecherei? Brennholzhütte? Nee. Nein. Vielleicht die hier? Auch nicht. Ah, die können wir auch hier wieder abziehen, ne? Die Leute, die brauchen wir ja nicht wirklich. Okay. Jetzt haben wir noch einen nicht zugewiesen.
Nee, immer noch zwei nicht zugewiesen. Oder es dauert einen Moment, bis der zugewiesen ist. Wo ist denn unser Anbindebalken? Hat man doch hier, ne? Hey, hier ist doch frei. Ich habe zwei Ochsen nicht zugewiesen, aber wieso sind die dem Stall nicht zugewiesen? Das kapiere ich nicht. Wir haben insgesamt sechs Ochsen. Oder zählt er die mit zu den Anbindebalken? Wahrscheinlich, ne? Es ist nur nicht mit zugewiesen, bedeutet, die sind keinem Hof fest zugewiesen. Würde ich mal behaupten. Okay, dann ordern wir hier noch ein Ochs. Da müsste ja da bald sieben stehen. Oh. Oh oh. 14 Monate Brennstoff, für uns geht die Nahrung aus. Ja, aber das Brot müsste doch jetzt langsam nachkommen, oder? Jo, hier wird doch Mehl produziert. Wie viel Korn haben wir denn noch? 21 Weizen. Ja, dann wird doch bald hier Brot produziert. Wo ist denn das Mehl? 11 Mehl. Korn haben wir auch schon. Die Bäckerei ist besetzt. Müsste eigentlich auch Brot reinkommen. Wenn nicht, müssen wir mal gucken. Eier haben wir nur 6 Stück. Vielleicht sollten wir noch ein paar Höfe zu Hühnerhöfen machen oder so. Oder vielleicht auch Gemüse. Naja, haben wir eigentlich zu wenig, ne? Ah, hier wird ausgesät. Sehr schön. Sehr schön. Hier ist auch entsprechend ausgesät worden. Sehr schön. Cool. So, aber wir brauchen ein bisschen was zu futtern. So, wir haben 66 Kriegsbögen. Warum wird keine Kleidung produziert? Weil wahrscheinlich keine Farbe verfügbar ist, ne? Hm, einen Farbstoff haben wir. Ja, dann können wir den hier wieder auf Pause setzen. Ist so ein bisschen schade. So, wie sieht's aus mit den Ochsen? 7, genau. Und 3 nicht zugewiesen. Ja, dann passt das so. Dann ordere ich hier gleich noch einen nach. Aber es geht erst im Dezember. Wieso sind die Schafe immer noch auf dem Feld, obwohl hier schon ausgesät worden ist? Das verstehe ich nicht ganz. Ach genau, was habe ich noch geändert zur letzten Folge? Ich habe die Schneiderei hier hoch verlegt. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte. Ah, wisst ihr, was wir noch nicht gebaut haben? Fällt mir jetzt gerade mal ein. Wisst ihr, wir werden mal hier Eisen abbauen. Das sollten wir jetzt mal machen. Und die setze ich jetzt einfach, die bleibt ja sowieso nur provisorisch da. So. So, dann können die das da abtransportieren. Dann können wir uns nämlich neue Waffen schmieden. Und mal die derzeit noch recht ineffektiven Bogenschützen ersetzen, sozusagen. Hat man den Schuster wieder? Bogner, Brauerei, Schneiderei. Hatte ich noch nicht. Wohnt hier überhaupt jemand? Nö. Hier wohnt aber schon jemand, oder? Hä? Okay, die Schneiderei kann nicht funktionieren, weil da niemand wohnt. Mist. Vielleicht sollte man noch irgendeinen zum... Bogner, Brauer. Brauer brauchen wir auf jeden Fall, ne? Dem fehlt einfach jetzt die Nahrung. Ist nicht gut. Wir haben nur noch ein paar Schuhe. Ne, wir müssen... Wir brauchen Schuhe. Ja, dann ist es jetzt so. Dann, wie viel Leder haben wir denn? Wir gucken mal ganz kurz. Ja, 91 Leder. Gut. Dann mache ich jetzt doch einen etwas größeren Hof zur Schneider.
zum Schuhmacher. Hofstätte. Hier, der hier. Ah, der hat Hühner. Ich glaube, die haben ja alle Hühner, oder? Ziegen, Hühner. Links, die bringen Leder. Haben wir hier oben noch Berufe? Der hat nichts, der hat nichts, der hat nichts. Dann... Macht das Sinn? Ja. Ja, machen wir den hier. Du wirst unser Schuster. Ein Fleisch haben sie gestohlen, hat sich Überfall aber gelohnt. Ich will nochmal ganz kurz gucken, die haben mal aufgestockt, ne? Ja. So, Schuster ist fertig. Die sind auch fertig. Dann lass uns mal hier ein bisschen Eisen abbauen. Und dann brauchen wir noch einen, der Schmied macht, ne? Ich habe die Höfe halt viel zu groß gebaut. Das hat sich nicht gelohnt. Können wir hier noch einen kleinen hinbauen? Den hatte ich zwar jetzt abgerissen und umgesetzt. Das war ein bisschen duselig. So, produziert der Schuhe. Personen sind da. Mehr als genügend. Schuhe werden produziert. Sehr schön. Gut, der braucht jetzt erstmal Brennstoff und Co. Aber ich glaube, ausbauen muss ich im Moment nicht. Wir haben jetzt 69% Zufriedenheit. Das heißt, wir kriegen eine Familie pro Monat dazu, meine ich, ne? Ich glaube, ich werde mal ein bisschen Nahrung importieren. Ah, haben wir schon. Wir importieren die ganze Zeit schon 10 Fleisch. Hm. Das ist aber ein bisschen blöd. Wie kommen wir denn sonst noch an Fleisch? Ach, genau. Genau, genau, genau. Zur letzten Folge. Wir haben hier einen Punkt vergeben auf den Fallensteller. Das scheint buggy zu sein. Habe ich jetzt erst erfahren. Also es wird erst mit dem nächsten Patch dann behoben. Dann sind auch die Bogenschützen stärker und so weiter. Das wollte ich noch erwähnen. Nahrung ist wirklich ein Thema hier. Bisschen zu wenig Eier und alles. Wobei wir so viele Höfe haben. Gut, wir haben auch im Moment 177 Personen drin, ne? Das ist natürlich auch... Wir kommen langsam an eine Größe, wo es halt auch dann eng wird mit der Nahrung. Vielleicht sollten wir wirklich die Felder nochmal neu überdenken oder noch neue, größere Felder machen. Dass wir vielleicht hier oben bei der Mühle nochmal so eine Dreifelderwirtschaft einrichten, oder? Dass wir hier nochmal irgendwie den Bereich nutzen, weil ich glaube, von der... Fruchtbarkeit ist hier oben eigentlich recht optimal. Vielleicht hier so oben drüber oder hier dahinter. Eine Familie leidet Hunger. Ja, dann importier doch, Mensch, dann ess doch Äpfel oder so. Keine Ahnung. Ich ärgere mich gerade, dass ich diesen Punkt da vergeben habe und den somit versemmelt habe. Handel, Essen. Fleisch importieren wir. Was können wir noch importieren? Können wir Beeren importieren? Die kosten 13. Boah, ist echt teuer. Gemüse importieren widerstrebt mir eigentlich, weil da haben wir, haben echt kein Gemüse. Haben die die nicht abgeerntet? Hm. Probieren wir es mal so.
Oh, wir machen hier noch einen Hof zum Gemüsehof, wa? Weil das Gemüse mal ausgeht, hätte ich auch nicht erwartet. Eier können wir leider nicht kompensieren. Das funktioniert nicht. Also da kommen nicht mehr bei rum, wenn der Hof größer ist. Ich mache jetzt hier den letzten auch noch zum Gemüsehof. Wann sollten wir so in Gemüse schwimmen? Importieren die jetzt oder nicht? Ah, warte mal, wir können hier noch einen... Wir haben nur ein Pferd dazu, ne? Ordern wir noch ein Pferd. Ich weiß, ihr habt Hunger. Ich kann gerade nichts machen. Also importieren und hoffen, dass die Kohle langt. Aber die Kohle langt eigentlich. So, wie sieht's denn hier vorne aus? Woran sehe ich denn, wie viel hier noch drin ist? Oder hier ist gar nichts mehr drin, oder? An was arbeiten die denn? Kann es sein, dass das Eisen hier schon abgebaut ist? Wo sehen wir das denn? Eisenerz oder was wird denn da überhaupt abgebaut? Eisenerz gehe ich davon aus. Stein, Arbeiter, Steinblöcke, Holzteile. Ist das hier dabei? Da, 83 Eisenerz, ja. Dann können wir den abbauen. Ja, der ist weg. Ne, die ist weg. Dann können wir den abreißen. So, wo haben wir denn unser Lager? Unser Lager ist das hier. Vielleicht baue ich hier noch einen Schmied hin. Wäre in der Nähe von dem Hof, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ah, nee, Quatsch. Schmied ist ja der Dings, ist ja der Hof selber. Okay. Dann, du bist Hofstätte 3, du hast Hühner. Du hast noch gar keine Aufgabe. Dann wirst du jetzt unser Schmied. Und wenn die fertig gebaut sind, gucken wir mal, was sie produzieren können. Vielleicht können wir ja Schwerter oder sowas produzieren. Wir brauchen unbedingt Nahrung. Ich frage mich, warum das gerade so in den Keller gegangen ist. Okay, Gemüse kommt jetzt langsam. Äpfel mit 13 oder Honig? Ich importiere mal Honig. Was Süßes fürs Volk. So. Wobei wir, glaube ich, hier mehr brauchen. Ich habe ja die Region hier eingerichtet, ne? Also der hat ja... Achso, das sehe ich nicht. Aber ich glaube, ich hatte das beim letzten Mal so eingerichtet. Du kümmerst dich um diese Felder. Das hatte ich doch beim Erstellen meines Erachtens so angelegt. Und du machst die Felder. Gut, jetzt dauert es natürlich bis zur Ernte, ne? Ich denke, wir brauchen mehr Felder. Wir brauchen mehr Felder, damit wir mehr ernten können. Machen wir hier. Oder es müsste vom Weg doch super reichen darüber. Dann machen wir da einfach nochmal Weizenfelder. Ja. Ups. Ja, ist ja gut. Okay.
Okay, machen wir hier nochmal rüber. Ich würde sagen, den Wald können wir ja eigentlich so stehen lassen, oder? Wo geht's eigentlich hier hin? Zum Nachbarn schon rüber. Dann würde ich sagen, ziehen wir hier nochmal einen Weg rüber. So, machen wir hier zwei und hier eins oder so, dann können wir den Wald stehen lassen. Familie ist eingezogen, sehr schön. So, wo ist unser Schmied? Ist der fertig? Jo. So, Schmied wartet auf Aufgaben. Macht er denn direkt aus... Ah, da brauchen wir eine Schmelze. Brauchen wir nicht Eisenbahn und Bretter. Okay, da habe ich einen Schritt... Habe ich vergessen. Wo ist denn unsere Schmelze? Das Produktion, das müsste hier sein, ne? Da. Ein Rennofen. Hier hin. Sind wir in der Nähe vom Lager. So, das ist eh nur temporär, weil wir haben ja kein konstantes Einkommen an Eisen hier in der Region. Aber wir sind schon im April. Also wir haben es überlebt, wir haben den Winter überlebt, das ist schon mal sehr positiv. So, dann machen wir die Felder fertig. Und ich denke mal, wir können die ruhig ein bisschen größer machen, als die wir hier gebaut hatten. Bei zwei morgen. Ja. Das kriegen wir hin, oder? Oder ist das zu klein? Nee, zwei passt schon. Machen wir hier nochmal Weizen. Dann können die Familien sich da auch drum kümmern. Und dann kann ich die hier nochmal gerade festlegen vom Bestand. Ups. So. Gebäude ist fertig, der Rennofen. Warte mal, dann muss ich das hier... Jetzt haben sie uns 13 Schuhe gestohlen. Mann, ihr kleinen Kacker. Das kann doch nicht euer Ernst sein. So. Ja, einer müsste reichen, der die Barren herstellt. Das müsste eigentlich arbeitstechnisch lang... Auch zwei morgen. So, du in dem, dann... Ach, ich muss hier die Fruchtfolge einstellen. Und hier oben haben wir noch ein drittes, oder machen wir es hier hin? Machen wir hier hin. Mach ich doch auf den Bereich. Ich ziehe wieder einen Weg. Jo, zwei. So. Perfekt. Also ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ich lasse ja über zwei Jahre so ein Feld immer wieder ruhen. Wir können uns ja mal hier unten angucken, weil hier mache ich das ja schon ein bisschen länger. Und hier hatten wir Gerste, ne? Ja gut, gefühlt ist es hier ein bisschen ausgefärbt. Ob das einen Einfluss hat, weiß ich nicht. Ich
Wahrscheinlich schon. Also ich denke, wenn wir da zu lange sind mit den Feldern, dann saugen wir einfach die Nährstoffe aus dem Boden. So, hier haben wir genügend Familien eingesetzt. Jo. Ah, da ist der Ochse zugange. Ich überlege echt, ob wir den Ochsen abziehen und die Leute nicht arbeiten lassen. Wollen wir es mal probieren? Komm, wir gucken mal. Der Ochse ist ja sehr langsam. Wir ziehen mal hier dann ab. Und wenn ich das jetzt mache, müssten ja eigentlich die Leute auf die Felder kommen. Hört er auf? Come on. Ja, der hört auf. Kommen jetzt die Leute auf die Felder oder nicht? Ich hoffe, das funktioniert. Come on, lady. Come on. Der Ochse arbeitet jetzt so, obwohl ich keinen mehr zugewiesen habe. Komm, bevor wir hier rumexperimentieren. Achso, warte mal. Wir müssen ja noch umzäunen. Ich hatte ganz vergessen, die Umzäunung einzubauen. So, jetzt müssen die Leute aber hochkommen und umzäunen. Na, wo bleibt ihr mit euren Brettern? Da kommt jemand. Ja, haben sie um... Hä, sehe ich das nicht? Bin ich zu weit raus? Oh, haben wir keinen Marktstand mehr? Was? Tatsächlich. Dann gehen wir doch mal die einzelnen Stände durch und gucken einfach, der hier zum Beispiel, ob die alle belegt sind. Eine Möhre wird hier verkauft, ist ja wohl ein Scherz, oder? Ein Schuh. Wir reißen jetzt einfach mal alles ab, wo kein Inhalt dabei ist. Eine Möhre wieder. Wahnsinn. Vielleicht macht es auch Sinn, wirklich die alle Marktstände nochmal abzureißen durch das ständige Hin und Her. Ich bin mir unsicher. Ich bin sehr auf den Patch gespannt. Ich hoffe, der kommt jetzt bald. Wahrscheinlich ist er schon raus, wenn wir hier, wenn ihr die Folge seht. Nein, nein, nein. So, mal gucken, ob die jetzt sich noch einen Stand dahin zimmern. Weil ich glaube, es war so, dass wenn ich die Stände abreiße, an der gleichen Stelle der gleiche Stand wieder entsteht. Sag mal, expandieren wir so schnell, dass wir nichts zu essen haben. Wir haben ein paar Eier, wir haben ein bisschen Gemüse. Gut, das müsste jetzt geerntet werden im nächsten, ne? Die haben wir hier unheimlich viel angebaut. Ja, jetzt haben sie das letzte Feld. Hier kommen die letzten. Die sehen jetzt aus. Im Mai natürlich ein bisschen spät. So, Feld ist umrandet. Nee, fehlen immer noch 4 Bretter. Haben wir keine? Doch. Bretter haben wir mehr als genügend. Okay, cool. So, wie sieht's denn aus mit Eisenbahnen? Was, wir haben 14 Seitenwaffen? Moment mal. Die können noch nichts hergestellt. Moment. Ah, wir werden bereit sein, wenn die Räuber kommen. Aber warte mal. Wo ist denn unser Schmied? Bogner, Brauerei. Wo hat man den Schmied rein? In irgendeinen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich den hingebaut habe. Hier oben, oder? Ja. Ihr produziert Seitenwaffen. Ja, weil die Eisenbahnen fertig sind. Ist halt die Frage,
ob eine der Waffen, also ich denke mal, Stangenwaffen sind ja stärker, um sich den Feind vom Leib zu halten, ne? Werkzeuge brauchen wir derzeit noch nicht, das ist im Spiel noch nicht drin. Wir haben jetzt 14 Seitenwaffen. Dann müssten wir doch jetzt eigentlich... Können wir die nicht erweitern? Also sind Speere, genau. Bogenschütze, müssten wir jetzt noch eine Truppe machen können mit... Schwertern, oder? Warum werden die nicht aufgeführt? Neue Milizeinheiten, müssen wir das so machen? Ja, die haben Schwerter, die haben aber keine Schilde. Wer macht denn Schilde? Gibt es einen Schildmacher oder macht das auch der Schmied? Das ist der Falsche, der hier. Wer produziert denn bitte Schilde? Gibt es da eine Spezialisierung für? Waffen, Bier, ist klar. Ah, hier, eine Schreinerei. Aha. Okay, eine Schreinerei. Hier wohnt niemand, das macht keinen Sinn. Das hatten wir beim Schneider schon. Hier haben wir die Brauerei, die muss bleiben. Und die Bogner-Werkstatt. Ja, die macht uns halt Kriegsbögen, ne? Weißt du was, ich nehme jetzt hier einmal Hühner raus und mache hier unten eine Schreinerei rein. Und jetzt ist halt die Frage... Brauchen die zwingend auch ein Schild, wenn sie ein Schwert haben? Wahrscheinlich, oder? Fehlende Ausrüstung steht hier. Gut, das müsste sich ja dann gleich beruhigen. Jetzt haben sie uns die Stoffe gestohlen. Die Banditen, das ist wirklich nervig. Vielleicht sollte man nochmal gegen die Banditenlager vorgehen, aber auf der anderen Seite bringt uns das wenig, außer Ruf für die Region, ne? Welche Schilder haben wir denn hier? Bretter, zwei Bretter. Was braucht denn meine Einheit für... so dreieckige Schilder? Ja, dann ist das richtig. Da brauchen sie auch nur Bretter. Ja, perfekt. Dann, go for it. Da müssten die jetzt, wenn die Bretter hergestellt haben, müssten langsam welche dazukommen. Der macht doch einen richtigen Schild, oder? Kleine Schilde, ja. Bretter sind ja die. Ja. Aber Moment. Produktion für Holzteile. Für was brauchen sie die Holzteile? Egal, ich mach die kleinen Schilde, das wird schon passen. Wenn nicht, exportieren wir den Kram. Wie viel Eisen haben wir denn überhaupt noch auf Tasche? Gar nicht mehr. Wo sind denn die Eisenbarren aufgelistet? Da wäre ein Holzteil, das ist wahrscheinlich für irgendeine andere Produktion, die im Spiel noch nicht drin steckt. Eisenbarren haben wir keine mehr. So, das bedeutet auch... So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht frühzeitig abgerissen. Erze haben wir doch. Ah, wir haben noch Eisenerz gehabt. Nein, ich habe es zu früh abgerissen. Shit, ich hab was verwechselt. Ich habe, ja. Ein Lapsus ist mir passiert. Wir müssen die Schmiede nochmal aufbauen. Der Burke hat hier so ein bisschen Mist gebaut. Ne, das sind die Schmiede. Wir wollen ja die Schmelze haben. Die hier. Ein Sturz. Wieder nicht konzentriert. Wir haben ja noch Erze. So, wir leiden aber immer hier nahrungstechnisch an der Grenze, ne? Das ist echt immer... Leben am Limit. 10 Familien sind unzufrieden, weil sie nichts zu essen haben. Das verstehe ich auch. Ich hoffe, dass die zusätzlichen Felder was bringen dann in der nächsten Saison. Das könnte ja was sein. Mal gucken, wie weit das Wachsen ist.
Was, nur noch 58 Tage? Ist doch noch gar nicht gewachsen. Hm, okay. Na gut. Ja, der richtet sich wirklich an der Erntezeit anscheinend. Nur der Ertrag ist da niedriger. Schade, schade. Da, ein kleiner Schild. Ah, ja. Sehr gut. Sehr schön. Können wir hier schon mal die 4 drauflegen. Ja, cool. Dann hoffen wir mal, dass die Erweiterung der Weizenfelder mehr Brot ergibt, somit mehr Essen. Fleisch ist ja in der Region irgendwie schwierig. Müssen wir vielleicht dann komplett auf Transport setzen? Ich weiß nicht. Oh, jetzt ist auch kein... Ah, jetzt sind sie wieder unzufrieden. Ich dachte schon. Gut. Und dann sollten wir auch mal in der nächsten Folge gucken, dass wir noch eine Region dazu holen, oder? Wir haben hier 3000 Einfluss, das heißt... Passt. So, wir haben 6 Gemüse im Plus, aber wir sind auch im Juli. Also die Ernte dauert wahrscheinlich noch. Wir haben hier die beiden Höfe dazu geholt. Das heißt, wird hier gerade geerntet? Nee, noch nicht. Steht das eigentlich dabei, wann die ernten können? Auch nicht. Ja, cool. Na gut, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.